Hallo zurück, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu The Binding of Isaac. Und wir spielen sofort los. Warte mal eben. Das dahin und... geht sofort los. So. Ich glaube, das haut hin. Zack, Hallöchen, da sind wir auch schon. Random Hard Mode. So, falls ihr gerade beim Essen seid, guten Appetit. Falls ihr gerade beim Einschlafen seid, gute Nacht, schlaft schön. So, wir spielen Maggie. Ugh. Maggie ist langsam. Eieiei. Zu langsam, wenn du mich fragst, aber naja. Au. Au, 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 au. Blöde Fettsäcke. So. Space Item heilt uns. Das ist ganz angenehm. Was muss sie denn noch machen? Hasch. Oh Gott. Werden wir stark genug, um Hasch zu besiegen? Ich glaube nicht. Zack, zack, zack. Sehr schön. Ouroboros. Der Ouroboros-Wurm macht Range, aber guck dir das mal an, ey. Das ist... Ah, pfui. Leg das weg. Maggie, leg das weg. Auf die Range können wir verzichten. Hier hätte ich gerne eine Bombe, tatsächlich. Für den blauen Stein, aber na gut. Vielleicht finden wir ja noch eine Bombe. Da, 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 da. So. Oh, schön durchmogeln. Huiuiui. Okidoki. Zack, zack, zack. Sehr schön. Da haben wir den Boss gefunden. Ich muss mal eben... Sehr gut. Itemraum, genau. Lass mal den Itemraum abchecken und vielleicht kriegen wir noch eine Bombe. Ach du gute Güte. Zack, zack, zack. Ah, schön rückwärts mit dem Arsch an der Wand. Kein blauer Stein. Ach du cooler Shit. Der könnte uns... Ja, der könnte uns die Vasen aufsprengen. Danke. Es hat ja sehr gut geklappt. Hier gehe ich rein. Unser Space-Item heilt uns ja. Pillen. Nee, Pillen will ich nicht. Da mogel ich mich mal eben rein. Okay. Nur Spinnen. Sehr gut. So. Oh, der D6. Eigentlich müssten wir dann direkt das hier rerollen. Check ich vorher, was ich beim Boss für ein Item bekomme? Ah, vielleicht gibt es ein Boss-Item, was ich überhaupt gar nicht haben möchte. Da wird es HP-Upgrades geben. Eventuell gibt es dann dort noch... Na, Moms Coin Purse, was uns nur Pillen gibt. Könnte alles sein. Ich schau mal. Wow, 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 wow. Uiuiui. Behave. Larry, behave. Hilfe. Sehr gut. Sehr gut. Oh, hab's doch gewusst. Du Drecksau. Ah, das ist Snake für Fortgeschrittene hier. So, komm schon. Der erste geht doch jetzt gleich down, oder nicht? Zack, zack, zack. Sehr gut. Und du noch, mein Freund. Die happy. Moms Coin Purse, wie ich gesagt habe. Trägt zur Mom-Transformation bei. Ja, welches Item reroll ich jetzt? Ich reroll das hier. Oh, cool. HP und Damage up. Ist ganz okay. Ich mache mich mal eben
kleinen Tacken lauter. So, dann habe ich auch was davon. Ich hoffe, das passt so. Dann lass mal los in die nächste Ebene. Hasch. Das heißt, wir müssen in 30 Minuten bei It Lives gewesen sein. Spaß. Das ist ja ein Spaß, du. Oh la la. Na, komm schon. So. Und du Kackhäufchen auch noch. Noch ein Schlüssel, sehr gut. So. Okay, 3 Schuss und die sind weg. Ja, los. danke. Ah, so nervig hier. Ich habe keine Bombe, sowas Blödes aber auch. Sowas Blödes. Ah, sehr gut. Unsere Range ist deutlich höher als seine. Schade, keine Bombe. Oh, vielleicht war da schon überall der Small Rock drin. Schande. Okay, unser Space-Item ist noch nicht aufgeladen. Portal! Stirb! Danke. Aber der Itemraum ist ja auch noch entfernt. Schon wieder keine Bombe. Mann. Curse of the Maze. Oh, bitte. Da ist der Itemraum, okay. Uns fehlen aber noch 2 Aufladungen nach diesem Raum. Und Geld, um überhaupt den Shop ansehen zu wollen. Ja. Ja. Komm schon. 4 Schuss oder was? Boah. Irre. Irre. So, haben wir irgendwo noch Geld? Hier so mal ein Nickel oder so. 10 Münzen on top. Witzig. Ich wollte ihn gerade sprengen eigentlich. Den kleinen Bettler. So, lass mal noch einen Raum clearen. Kriegen wir hoffentlich eine Aufladung. So. Super Sache. Du kannst ins Feuer fliegen, wenn du Bock hast. Danke. So. Upsala. So, unser Space-Item ist aufgeladen. Wir gehen in den Itemraum oder machen wir den Boss? Ah. Wir könnten im Devil-Deal rerollen. Mit den ganzen Herzchen wäre das schon geil. Komm, wir machen den Boss, wir versuchen's. Oh, 2-mal Monstro. Igidigit. Igidigit. Okay, der eine chillt Gott sei Dank nur da oben in der Ecke rum. Aua. Fug. Nicht mehr treffen lassen, wenn's geht. Okidoki. So. Ja. Nee, lass das. Lass das. Oh, wir wurden getroffen schon wieder. Verdammt. Wenn wir jetzt roten Herzschaden nehmen, dann war's das mit uns. Okay. Einer ist down. Die haben Gott sei Dank nicht ganz so viel Leben. Sehr schön. Und du noch. Schön, dass der sich in der Wand verbuggt hat. Ein HP-Upgrade. Ich guck mal erst hier rein. Judas Shadow. Ja. Ja. Wir kommen hier aber nicht wieder rein. Das ist ärgerlich wegen den schwarzen Herzchen. Judas Shadow nehme ich mit. Ich kann im Bossraum nicht sterben, oder? Ich habe auch keine Bomben, um mich selber umzubringen. Das ist echt blöd. Ja, dann nehme ich die mit. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier irgendwo sterben. Schade, wäre hier noch Feuer, dann hätten wir da sterben können. Wären wieder in den Devil Deal zurückgekommen. Weil du respawnst im vorherigen Raum. Das wäre halt voll der Lifehack.
So. Itemraum, genau. Den Itemraum checken wir jetzt erst ab. Da könnte auch noch Feuer drin sein. Go, 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 komm schon. Irgendwas Cooles, bitte. Irgendwas Cooles. Ist ein Damage Upgrade. Was geht cooler? Ist ein kleines Damage Upgrade. Echt ein kleines. Ich reroll. Ah, und es gibt nur den. Ah. Was ist das? Little Greed? Little Bum Bum? Ich weiß es gar nicht mehr. So, wir brauchen eine Bombe und wir brauchen eine Batterie, bitte. Eins am besten sofort. Welches davon ist mir fast egal? Oder beides? Eine Batterie. Yippie. Danke. Zurück zum Itemraum. Scheiße, 10 Minuten. Wie sind wir gleich schon unterwegs? Mann. Fuck. Rerollen. Oh, Continuum. Cool. Jetzt können wir so schießen und die kommen da oben wieder raus. Ha, geil. So, das war's also hier schon. Dann gehe ich in den Shop. In der Hoffnung, dass ich dort dann sterbe. Da müsste ja Feuer sein. Hier ist Feuer. Sehr gut. Leider keine Bombe im Angebot, aber das nützt jetzt leider mal nichts. Wir kommen als Judas Shadow wieder. Na los, verreckt doch endlich. Ja, danke sehr. Judas Shadow. Damage verdoppelt. Okay. Dann nehmen wir das HP-Upgrade mit. Aus dem Bossraum. Du kriegst meine 3 Münzen nicht, da glaubt man dran. So, dann nehmen wir uns hier noch das Herzchen mit und weiter geht's. Habe ich was vergessen? Ich glaube, viel geiler konnte man jetzt nicht wirklich was machen. Schlüssel! Da kann Goathead drin sein oder Dingenskirchen. Ach stimmt, wir können auch durch Steine durchschießen. Geil. Nice. Uns fehlt es ja wirklich wieder an allem, ne? Bomben, Schlüssel, Geld, nichts davon haben wir. Oh, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Natürlich trifft mich die Superform, danke. Hier sind Bomben und alles Mögliche. Verdammt nochmal. Okay. Ah, sehr schön. Spinnen können wir one-hitten. Sehr angenehm. Und stirb. Ah, eine Träne hat gefehlt. Eine Bombe. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. War hier schon ein blauer Stein? Nee, ne? Es ist so traurig. Na gut. Eine Sackgasse. Hier könnte der Geheimraum sein. Ist häufig so. Ziemlich häufig, aber tja, ein Opferungsraum. Danke, nein. Wow, 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 Junge. Peace. Du gehst dahin drauf und euch mache ich so lang. Haha, guck dir das an. Jo. Na los, komm schon. Ah. Sehr gut. Die Hasenfuß-Taktik nenne ich sie auch. Ja, sehr gut. Oh. Jetzt sind wir ja Judas, ne? Verdammt. Okay, das hätten wir. Fehlt nur noch dieses olle Portal. Und natürlich spawnt er noch so eine Tankfledermaus. Ah. So, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, bitte. Au. Arsch. Krass. Das ist krass, Mann. So, sehr gut. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Von hinten, Junge, von hinten.
Itemraum, Itemraum, da 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 da, Item, ouch, verdammt. Das wollte ich ja nun gar nicht. Eine Superform und wir sind tot. Das ist gefährlich, das ist nicht gut. Ich hätte gerne was. Na, ah, hier ist der Boss, war klar, fuck. Please die. Danke. Noch mehr Bomben. Jetzt wollte es aber wissen, oder? Sehr gut. Stuff. Danke. Hier ist noch eine Batterie. Das können wir uns merken. Ja. Juicy. Das war juicy. Cool. Mit 16 Münzen gehe ich auch in den Shop. Oh, hier ist ein blaues Herzchen. Und der Sack. Dann nehme ich doch den Sack. Was kriegen wir? Noch mehr Münzen. Komm, dich sprengen wir auch. Nochmal ein Geheimraum. Was kriege ich von dir? Ha, eine Münze. Geil, danke. Da hole ich mir nämlich das Herzchen und ich bin faul, ich spreng mich hier raus. Sehr schön. Da ist der Itemraum. Alter Belli, ey. Suchst du dich ja dumm und dusselig mit. Komm schon. Stirb. Danke. Nein. Relic. Yo, da kann man nicht nein sagen. Gibt alle drei Räume ein blaues Herzchen. Ho. Geil. Und da hinten ist noch die goldene Truhe im Kampfraum. Die hätte ich auch gerne noch. Ah, hier ist aus der Bombe jetzt ein Sack geworden. Guck mal. Interessant. Warte mal. Ah, immerhin ein Säckchen. Dankeschön. Hierophant, yo, wir sind wieder voll im Rennen. Mit unserem Leben. Ach du gute Güte. Das läuft. Das läuft ja richtig. Geil. Au. zack, zack, zack. Sehr gut. Da schießen wir von unten rein. Und da schießen wir von rechts rein. Ha. Adieu. So, ein bisschen mehr Damage wäre geil. So, jetzt haben wir echt wieder Stuff ohne Ende. Geil. Geil, geil, geil. So. Hauen wir mal den Boss um. Viele, viele Batterien sind hier. Wir könnten darauf spekulieren, dass wir den... warte mal. Der Raum war doch kacke, oder nicht? Hm? Ach, leck mich doch. Natürlich. Gleich zweimal getroffen. Fuck. So, lass mal gucken. Hier, Husk. Ja, bitteschön. Ja, da guckst du blöd, ne? Ja, spawn ruhig eine Bombenfliege. Damit tötest du dich nur selber, mein Freund. Das sollst du wohl gleich mal sehen. Wir haben noch Chancen auf einen Devil Deal. Das gefällt mir gut. So, Bomben fliegen AD. Ja, schön ein bisschen ausweichen. Alter, du spawnst aber eine Menge. Wow, wow. Das tat weh. So, blaues Herzchen, Dankeschön. Ausweichskills, yay, for President. Den haben wir auch und dich noch. Magic Mushroom, fuck, und ein Devil Deal. Was zum Geier. Das sind keine guten Sachen, die reroll ich. Oh, der Nagel. Und der Inkubus nehme ich mit. Den nehme ich mit, der schießt nämlich jetzt genau wie wir. Das ist wie 2020. Quasi der Begleiter von, womit startet die Olle noch und wie heißt sie? Ihr wisst, wen ich meine. Die, die selber nicht schießen kann. Wie hieß sie noch?
links neben von Apollyon da, weißt du? Weißt du. So, 10 Münzen haben wir und Relic gibt uns hoffentlich gleich noch ein bisschen. Tschüss. Geil. Okay. Ah. Da wäre ich gern später, wenn ich ehrlich bin. Nachdem Relic uns ein bisschen was gegeben hat, weil Sensen ist mega geil. Kann ich aber nicht mitnehmen. Eye of Belial ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das gibt uns keine Herzchen dazu. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts tun. Oh oh. Nimm's weg. Danke. Ach, und mega fetti auch noch. Toll. Na los. Please. Please, stirb. Hör auf zu spucken, Junge. Danke. Das noch. Und da ist noch eine Bombe drin. Ja, jetzt gibt er uns das Herzchen. Toll. The Moon. Ich gehe mal los. Mhm. Nochmal The Moon. Dankeschön. Spinnen ist jetzt nicht das, was ich wollte. Money. Ah, schon wieder Spinnen. Danke. Zack, zack, zack. Zack, zack. Hier mal alles voll mit Tränen. Da gehe ich auch nicht rein. Kannst du knicken, Junge? Kannst du knicken? Schön. Schön, schön, schön. Da haben wir einen schönen Silver Nickel bekommen. Und unser Space-Item ist aufgeladen. Cool. Oh ja. Nee, ich will hier nicht dran spielen. Geh mal weg. Ja, Stuff. Sehr gut. Es hält nur so unglaublich auf. Irgendwo noch ein blaues Herzchen oder eine Joker-Karte. Emperor, Two of Clubs, The Moon. Nee. Die Emperor-Karte. Okay, wir müssen mal in den Shop. Wir müssen mal shoppen gehen, glaube ich. Autsch, das war dumm. Eigentlich one-hitten wir doch alles. Verdammt. Danke, Relic. So, wo ist der Itemraum? Gib mir. Danke. Ich suche mal eben hier den Geheimraum. Nee, doch nicht. Okay. Schade. So. Zacki, zacki Raum. Ja, komm, und dann porten wir uns von da zum Boss. Hey, geil, wow. Super. Irre. Hey. Leckt mich am Arsch. Ach, und dann auch noch sowas hier. Meine Güte. Das ist ja ungemütlich. Sehr, sehr ungemütlich. Gut, dass wir durch Wände schießen können und so. So, hoffentlich verbuggst du dich selber in deiner Kacke. So, sehr schön. So, vielleicht noch, ja. So, sehr gut. Zack, zack, zack. Jetzt machst du deinen Zickzack. Ja, wenn das so im letzten Drittel ist oder so, dann fängt er halt voll an rum zu ragen. In seinem Bouncing. Ist aber viel leichter zu treffen, weil er ja nur hinten verwundbar ist. Und wir bekommen den Devil Deal nochmal. Wir nehmen Halo mit. Jetzt kostet alles im Devil Deal nämlich rote Herzchen. Und wir können Sensen mitnehmen. Geil. Geil. Alto Belly. Oh, jawoll.
Doppelsensen. Alter, scheiße. Scheiße, die wandern. Ich freue mich in Keks. Schwarze Herzchen. Ja, okay. Haben jetzt nicht mehr so das Problem mit Leben, aber ich nehme es mal mit. Das ist in Ordnung. Aha. Aha. Wow. Hey, Junge. Peace. Chill. Chill mal. So. Da ist der Itemraum und der Shop. 10 Bomben? Nee. Das Hourglass? Nee. Was passiert, wenn ich das... Ach nee, es verlangsamt nur. Ja, okay. Stimmt, die blaue dreht die Zeit zurück, ne? Das ist ganz witzig. Ah. Options, okay. Blaues Herzchen. Und die Batterie. Blank Card. Aber wir haben nichts für einen Game Break, oder? Wir haben nicht wirklich was für einen Game Break. Da unten liegt noch eine Menge Zeug rum im Gamble Room. Ach, hier, guck mal. Sprengen wir uns doch da rein. Danke. So. Was ist das? Der D7? Nee. Nö. Rerollt alles, was auf dem Boden liegt, glaube ich. Oder war das der D6? Ghost Baby. Oh, Ghost Baby ist ganz cool. Ist ein kleiner Tank. Den nehme ich mit. Da hab ich Spaß dran. Ist zwar nicht optimal, ne? Aber kann man mal machen. Ich schnapp mir noch die Batterie. Den Boss Rush können wir eh sowas von kanicken. Vielleicht finden wir ja noch Mama Mega. So, nimm das hier mit. Oh, noch eine Emperor-Karte. Ist nie verkehrt. Und ab zum... Was kommt jetzt? Depths? Ich glaube, die Depths-Ebene, ne? Ich hoffe zumindest. Ach du meine Güte, warum bin ich denn hier reingegangen? Kann mir das einer verraten? Ach, wegen dem blauen Herzchen. Ja, ich erinnere mich. Was? Ich weiß nicht, was du meinst. So. Nein. Lass die olle Pille liegen. Verdammt nochmal. So. Optedor und Rinder. Volles Leben bald. Guten Damage. Den D6 am Start. Oh, es läuft. Es läuft unglaublich. Ich sag mal so, wenn wir den Run verkacken, dann haben wir aber auch schon einiges geschafft. Aua. Schon erwähnt, dass ich diese Statuen total toll finde. So. Ding. Jo, da gehen wir rein. Ja, nur ein paar Pillen. Dein Ernst? Nee. Da hole ich mir meine Karte wieder. So viel ist es mir dann doch wert. Kannst halt schön in der Womp-Ebene eine überspringen, ne? Und Relic gibt uns immer wieder blaue Herzchen. Noch eine Batterie und Lackab. Geil. Geiler Schissel, Mann. Geiler Schissel. Nee. Da kann gar nicht so cooles Zeug drin sein in diesem Sack, dass ich da rein möchte. Itemraum? Schade, nein. Was ist das denn? Den Raum hatte ich so auch noch nicht. Warte mal. Aua. Ja, komm. Dann machen wir es halt so mit Gewalt. Oh, wir können da durchschießen. Überall durchschießen. Wir haben Piercing-Shots. Wir haben Sensen. Continuum. Es ist einfach nur irre. Na? Hallöchen. Temperance. Ja. Mal gucken, ob wir...
Probleme bekommen. Ja, sehr schön. Okay. Glass Cannon reroll ich zu Epic Fetus. Nee, ich will jetzt nicht die schönen Sensen zu Epic Fetus rerollen. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Wir hatten hier doch noch Batterien. Batterie, Batterie. Gib mir den. Da. Ach, so. Wenn diese 20 Minuten erstmal rum sind, dann ist es viel stressfreier gleich, ne? Eine Bohne, ja, super. Ach, das ist auch noch die Bohne hier. Die Wait What? Die Fake-Bohne. Ja, vielleicht. Ach, cool. Damit können wir um Ecken schießen. Ich zeig's mal kurz. Nack, nack, nack. Tick-tock, 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 tick-tock. Sieht voll abgefuckt aus. Ja. War's das? Danke. Sehr schön. Da haben wir nur ein Herzchen. Schade. Ich will aber nochmal rerollen. Bitte. Da geht's lang. Ciao. So unglaublich brutal. Oh. Könnte man sogar noch ein zweites Mal rerollen, wa? Auch nicht. Der Shop. Meine Güte. So, komm, schnell zurück. Dann verschwenden wir auch keine Aufladung. Ist das eine XL-Ebene? Ne, Curse of the Labyrinth. Oh Gott. Um Gottes Willen. Dadam, dadam, dadam. Jetzt gib uns doch mal was richtig Geiles. Deck of Cards. Kann man mal einsetzen. Was kriegen wir? Hermit. Oh, warte, mit Hermit können wir in den Shop. Ach, und es ist nur Greed drin. Ah. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Und eine Batterie, vielen Dank. So. Du gute Güte, da war der Shop. Da hätten wir auch lange suchen können. Was ist hier drin? Oh, eine Joker-Karte. Ah, schade, Two of Diamonds. Na gut. Na gut, na gut. Noch mehr Leben. Oh Gott. Ja, leck mich am Arsch. Da hätte man gar nicht drauf drücken müssen. Verdammt. Irgendwas Cooles muss doch jetzt mal kommen. Irgendwas Cooles muss doch jetzt kommen. Gott, ich kann mir den Weg nicht merken. Infestation 2, ja. Das ist in der Tat cool. Emperor, 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 Emperor. Wir könnten noch Geld machen. Nö, macht keinen Sinn. Nö, nö. Das macht tatsächlich gar keinen Sinn. So. Ja, den Flatworm habe ich liegen lassen. Den mag ich nicht so gerne gerade. Mit Sensen vor allen Dingen. Oh, Infestation 2. Alle getöteten Gegner werden zu freundlichen Spinnen. Schade, kein Geheimraum. Können wir uns eine richtige Armee aufbauen hier. Pass mal auf. Okay. Justice. Setze ich ein. Hier ist der Boss. Hallöchen. Wow. Autsch, autsch, autsch. Ach, dann haben wir sogar zwei Itemräume hier. Hm? Das reroll ich mal. Da ist gar nichts geil von. Ah, warte. Nee, nee, ich will mit einer Aufladung da rein. Ach ja, kriegen wir doch noch irgendwie einen
Devil Deal und haben nichts zum Rerollen, weißt du? Natürlich, das Ding dreht sich einmal im Kreis um mich. Logisch. Da ist eine Batterie. Warte, da müsste hier doch noch irgendwo ein Itemraum sein, oder? Vertue ich mich. Please die. Danke. Wappa. Tatsächlich, da ist noch einer. Sehr schön. Der Eierkopf. Conehead. Der wehrt manchmal Tränen ab. Oh, Parasite Shot. Geil. Das nehme ich mit. Fool Sun. Setz dich einfach mal ein, dann weißt du, wo der Item, der Geheimraum ist. Und zwar genau hier. Ja. Wow. Irre. Irre. Nochmal das Sun. Nee, geh weg. Komm. Wir schnappen uns jetzt eine Batterie. Machen den zweiten Boss. Und rerollen dann entweder im Devil Deal oder in dem Zeug, was wir da kriegen. Und dann rerollen wir nochmal das aus dem ersten Bossraum. Weil das war auch nicht so geil hier, ne? Scheiße, wir kommen nicht mehr zurück. Fuck. Ich troll. Warum denke ich denn nicht nach? Warum denke ich denn nicht nach? Ja, wir nehmen das Polaroid mit. Hier wird sowas von gerollt, das Demon Baby. Komm, nimm mit. Geht echt schlimmer. Ach, ich Idiot. Warum sagt ihr denn nichts? Ja, es ist eine XL-Ebene. Fuck. Oder komme ich in den ersten Bossraum? Ich komme in den ersten Bossraum zurück mit der Emperor-Karte. Ja, geil. Man muss das nur ausprobieren. Ha. Geil. Glück gehabt. Oh, richtig Glück. Ich glaube, ich nenne die Folge Glück. Ein HP-Upgrade und Range. Das ist sowas von Quatsch. Range brauchen wir wegen Continuum-Stunden nicht. Und Leben brauchen wir dank Relic auch nicht. Fuck. Da wollte ich nicht abbiegen. So. Matchbook. Gibt Bomben dazu und ein schwarzes Herzchen. Also wirklich. Haben wir nicht noch irgendwas Geiles? Komm schon. Irgendwas Geiles muss auch drin sein. Da liegt noch eine Battery. Gib mal her. Ja, ich will die Folge jetzt aber auch nicht wieder auf eine Stunde strecken. Hier, komm. Shot Speed und Tears Up. Schießen wir schneller. Und öfter. Sehr schön. Geht das überhaupt so? Nehme ich auf? Ja, cool. Wow. Ich nehme sogar auf. Schade, jetzt haben wir die Emperor-Karte nicht. Gerade bei so einem Curse of the Blind. Schade, schade. Zack, zack, zack. Was haben wir denn? 20 Damage? Ja. Wo taucht er auf? Komm schon. Der spawnt gleich wieder in mir. So. Sehr schön, sehr schön. Oh. Danke. Please. Please don't kill me. Danke. Das machen wir auch kaputt. Auweia. Parasite Shot ist übel. Hier, unsere Spinnen regeln. Danke. Ein Kampfraum mit einer normalen Kiste. Hahaha, lustig, lustig. Vergiss es, das ist eine böse Truhe. Da gehe ich nicht dran. Junge, was?
Lass mich bloß in Ruhe hier, ey. Just for the lulz. Ah, sehr schön. Ach Gottchen, ernsthaft? Komm schon. Junge, mach dich doch nicht unglücklich. Danke. Gegner, auf die man warten muss, ey. Die Erfindung muss mir mal einer erklären. Die Erfindung muss mir mal einer erklären. Wirklich behindert. Ich hoffe, das darf man so sagen auf YouTube. Behindert. An dem könnten wir tatsächlich spielen. Vielleicht kriegen wir die Map oder den Kompass. Das würde einiges beschleunigen. Mom's Bottle of Pills, ja. Oh, Toxic Shock. Okay, nehme ich. Alles im Raum wird erstmal vergiftet. Prinzipiell. Geil. Das gefällt mir. Es lohnt sich doch irgendwie immer wieder. Hier geht's auch nicht zum Boss. Alto Belly. Ach so, ja, hier. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Und zwar eine Bombe. Na gut. Dann geht's wohl irgendwie unten weiter. Gib mir mal die Batterie, bitte. Zack. Zack. Oh mein Gott. Wir clearen so unglaublich hart diese Räume. Und alles hier an diesen kleinen Pissgegnern wird sofort zu einer Spinne. Irre. Danke. Da ist der Boss. Cool. Yeah, cooler Pass. Dankeschön. Ups. Der ist dann wohl tot. Was kriegen wir hier? Guppy-Items. Nee, kein Bock. Die Robe gibt nochmal Damage ab. Und das ist auch ein Guppy-Item, aber das möchte ich nicht. Nö, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Kriegen wir noch eine Batterie? Eventuell. Hatten wir nicht noch eine Batterie? Ach, ich habe die Map nicht. Gib mir doch die Map. Lass mich doch einmal auf die Karte gucken, bitte. Ich suche tatsächlich jetzt noch eine Batterie, ja. Man mag es kaum glauben, aber ich tu's. Komm, vielleicht ist da eine drin. Nee, schade. Schade, schade, schade. Auch nicht. Nicht mal ein Charged Key. Fuck. Oh, hier waren wir noch nicht. Und eine Batterie? Ja, geil. Danke. Schnell zurück. Lass mich da durch. Das brauchen wir nicht mehr. Und rerollen. Oh, zweimal Tears ab. Dann nehme ich die rechten mit, weil das linke gibt mir blaue Herzchen. Das brauche ich nicht. Und hier haben wir Shot Speed. Guck dir das an. Oh, wie geil. Wir werden jetzt rasieren. Hervorragend. Hi. Ach. Ist das dein Ernst? Danke. Gurglings. Gurglings sind gestorben. Da gehe ich rein. Ja, es könnten auch Truhen gewesen sein. Das ist wiederum der Nachteil an diesem Sackhead. Die Batterien müssen wir uns mal eben merken. So. Alto Belly, dieser Toxic Shock. Ist schon böse. Skaliert er mit unserem Damage? Yay, geiler Pass. Hyro Friend. Ach. Interessanter Raum. Jetzt nicht mehr. The Fool. Damit kann man sich irgendwo rausporten, wenn man Bock hat. Joker? Nein, Two of Hearts. Schade. Stars.
Dann nehme ich die Fool-Karte mit. Hallo. Vielleicht kommen wir ja von hier zu Hasch. Nee. Aber in den Devil Deal wieder. So, was möchte ich denn haben? Die Todesliste links möchte ich nicht. Das Buch, was mir random irgendwas droppt, möchte ich auch nicht. Brimstone und Mom's Knife möchte ich auch nicht. Dann sind nämlich unsere Sensen weg. Das Brimstone Baby. Und der Razorblade. Mit dem Razorblade können wir unseren Damage buffen. Oh mein Gott. Gib mir mal das Brimstone, Baby. Aber ich behalte meinen D6. Den D6 legst du einfach nicht ab, Mann. Das ist... Gleich in der Chest werden wir so geiles Zeug noch rollen. Das ist pervers. Und wir haben noch diese ganzen Säcke, die uns immer mal wieder eine Batterie droppen. Das ist so ultra. Hä? Was macht die Map da oben? Okay, jetzt ist sie wieder da. Geh weg, Bombe! Ah, schade. Ich dachte, ich wäre stärker. So, Schön, dass wir auch nicht ganz so langsam laufen. Schön, schön, schön. So, jetzt aber. La, 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 la. Hallo. Schön, dass der Geist noch dazugekommen ist. Schön. Oh, cool. Da möchte ich tatsächlich rein. Oh nein. Ach. Das tut mir jetzt leid mit der Bombe. Das tut mir jetzt ernsthaft leid. Hier, Emperor. Tschüss. Ich wollte eh nichts mehr suchen auf der Ebene. Alter, scheiße. Hat er überhaupt einmal geschossen? Eieiei. Na gut. That's life. So, Bomben, nein. D4, nein. Homing-Bomben, nein. Eine Spritze, Augen. Nö, eigentlich alles nicht. Danke. Nett gemeint, aber nö. Schon wieder ein Säckchen. Keine Batterie, schade. Da, 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 da. Und unsere Armee aus Spinnen wächst wieder. Die machen zweimal so viel Damage wie wir, ne? Und wir machen 23 Damage. Alte Scheiße. The Moon, wo ist denn hier? Ah. Super Greed, toll. Nimm das weg. Nimm das weg. Geister. Interessant. Wir können rerollen und das machen wir bei den 4 Items. Weil das ja deutlich mehr Sinn macht, möchte ich sagen. Ja, Geld brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Das ist alles Blödsinn. The Fool. Ich bin faul. Hallo. Libra, Bob's Brain, Little Gordy. Nee. Nee. Da ist nichts Schönes dabei, du. Nichts Schönes. The Sun. Da oben geht's zum Boss. Ja, 50 Minuten gleich. Ich mach das hier, glaube ich, noch eben zu Ende. Ich meine, so geile Item-Kombos können jetzt gar nicht mehr kommen, glaube ich. Ach, lass das liegen. Das ist Blödsinn. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir alles nicht. Die Säcke halten so unglaublich auf. Wenn wir jetzt noch eine Batterie finden, setze ich The Fool ein. Und dann gehen wir zurück und rerollen nochmal. Keine Batterie, okay. Das bedeutet, Blue Baby AD. Tada!
sehr, sehr schöner Sensen-Continuum-Run. Und auch einiges an Damage gefunden. Geil, geil, geil. Es hat Spaß gemacht. So, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Dann macht's mal gut, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.